euer Darth Devil Zockt zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir machen auch gleich einmal weiter in unserer Blumenwiesenebene hier. Und ja, ich weiß nicht, ob das gut überlegt ist, was ich jetzt gerade tue hier, weil alles voll mit Monstern ist, aber ich tue es einfach mal. No risk, no fun, würde ich sagen. Und dazu habe ich noch eine neue Information für euch. Ich möchte ab der nächsten Folge von Minecraft über eine Minecraft-Mod spielen, also Live in the Woods. Einfach mal ein bisschen mehr Spannung reinzubekommen in meine Let's Plays. Die Welt wird natürlich weiter bestehen bleiben, keine Sorge. Aber ich werde halt mal Live in die Woods spielen. Ab der nächsten Folge. Nicht, dass euch wundert, warum auf einmal die Welt anders aussieht und alles andere Sachen sind. Das hat daran liegt, dass ich Live in die Woods spiele. Und ja, aber einfach ein bisschen was Neues zeigen wir hier bei Minecraft, weil ich habe schon gemerkt, dass es einigen von euch ein bisschen langweilig wird in der Zwischenzeit. Und so, ja, wahrscheinlich auch die Luft raus ist, weil ich nur noch hier das normale Minecraft zocke. Also es halt wirklich etwas langweilig werden kann, das stimmt. Und ja, da möchte ich halt versuchen, bei der nächsten Folge, ab der nächsten Folge oder Live in the Woods zu spielen. Also ein bisschen die Mechaniken zu lernen von Live in the Woods und schauen, was ich da noch so alles machen kann. Ich habe auch schon mal im Livestream Live in the Woods gespielt. Einige der Zuschauer werden das wahrscheinlich schon wissen oder kennen. Und ja, dann möchte ich halt gerne auch mal fortführen. Einfach weil, wie gesagt, dass es spannender wird bei Minecraft, nicht so langweilig ist. Weil ich würde sagen, es wird mir ja auch das Standort Minecraft wird mir auch schon ein bisschen langweilig inzwischen. Und ja, das merkt man mir dann wahrscheinlich auch so ein bisschen an, dass ich immer nicht mehr so richtig weiß, was ich machen soll, was ich bauen soll oder machen kann. Daher halt der Wechsel. Wurde mir auch mal vorgeschlagen, was anderes zu machen. Zum Beispiel Live in the Woods. Wurde mir auch von einem Zuschauer schon empfohlen, was zu machen. Und das werde ich jetzt auch machen. Ab der nächsten Folge. Weil ich möchte ja nicht, dass ihr euch langweilt. Das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders, dass ihr euch langweilt beim Zuschauen von Live von Minecraft. Ah! Okay, da war noch ein Fieber. Und daher war der Wechsel in einem Mod. Aber davor möchte ich doch versuchen, mal wieder meine alte Heimat zurückzukehren. Muss man schon auch hinfinden. Was für ein Bibi-Esel. Bibi-Pferd, besser gesagt. Also muss ich jetzt 30 Stückchen laufen. Das sind schon ein paar Meter. Die das entfernt ist, also
eine Blumenwiese. Genau, 7 Maps, wenn man so nimmt. Diese 7 solche Karten. Sind das? Das ist nicht gerade wenig. Ich weiß nicht, wie viel Meter oder Kilometer das da hier gerechnet wäre bei Minecraft. Auf jeden Fall ist es viel. Hallo Schaf. So. Ich jetzt runter. So, wunderbar. Und wenn ich das dann hier aufhöre, die Welt, die Map, möchte ich über der Hauptheimat sein. Das nimmt ja ein guten Anfangsplatz habe, wo ich dann ja weitermache, wenn ich das wieder spiele hier die Map. Ich will auch schon, ob ich das so mache, ein Tag die Map mit einem Tag live in den Woods, also im Wechsel, also Dienstag die hier und Donnerstag live in den Woods. Wenn das so für euch okay wäre, könnte ich das auch so machen, dass ich die trotzdem weiterspiele. Das wäre auch kein Problem. Könnte ich für euch machen. Damit hätte ich auch kein Problem. Das wäre ja auch gelacht, wenn wir das nicht bekommen würden. Und zur Information für euch, ich werde jetzt auch erstmal nur noch einmal Minecraft machen am Tag. Das ist eine Folge Minecraft, keine zwei mehr. Weil ich habe gemerkt, ich schaffe das eigentlich immer ein bisschen schwierig, zwei Folgen zu machen. Weil ich halt auch zurzeit immer viel draußen zu tun habe oder draußen bin, dadurch nicht aufnehmen kann. Nur dass ihr euch nicht wundert, warum auf einmal nur noch eine Folge am Tag kommt. Ich will einfach jetzt an der Sommerzeit, wo ich generell wenig Zeit habe, aufzunehmen. Und ja. Wenn man irgendwie Folgen ausfallen von meinen Let's Plays, so lässt sich nicht wundern. Liegt einfach nur daran, dass ich jetzt immer wenig Zeit habe. Nur dass euch nicht wundert, warum manchmal einfach Folgen fehlen. Oder dass keine Folgen kommen. Wie ich das schon gemerkt habe bei Emergency 20 Years Edition, ne? Dass ich da auch immer nur zurzeit eine Folge mache in der Woche, also nur montags und nicht mal freitags zur Zeit. Das liegt einfach daran, dass ich nicht viel Zeit habe, das aufzunehmen. So als kleine Information, dass ihr euch einfach nicht wundert, warum manchmal Display-Folgen ausfallen oder nicht kommen. Das ist einfach das Problem der Zeit. So. Und jetzt werde ich auch einfach die Folge beenden an dieser Stelle. Denn die Folgezeit ist wieder um. Hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht zuzuschauen. Und dass die Information für euch informativ waren. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft hier wieder an derselben Stelle, derselben Welle. Und ja. Möge die Macht mit euch sein und euer Dustin zockt, sagt nun auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und schaut auch gerne in meinen anderen Projekten vorbei, wenn ihr das möchtet. Ich würde mich sehr darüber freuen und wenn es gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo. Also dann, ciao mit V, euer Dustin zockt. Ciao, ciao, ciao.